Nach diesem großen Fall machen wir jetzt mal was fürs Herz. Kennen Sie diese Melodie? Ja, gefühlt sind wir alle mit diesem Film groß geworden oder eben dem anderen Lieblingsfilm, den mit dem Kevin allein zu Hause, der warum auch immer von seinen Eltern vergessen wird. Wahnsinn. Und sicher ist, wie die Weihnachtsbaum-Lichterkette, die Weihnachtsfilme, die kommen auch in diesem Jahr auf uns zu. Aber wir haben Fragen. Die 10 schärfsten Geheimnisse rund um unsere Lieblingsweihnachtsfilme wollen wir heute lüften. Gibt es das Haus von Kevin eigentlich wirklich? Was macht der Prinz von Aschenbrödel eigentlich heute? Und wussten Sie, dass man im Plaza, dass Kevin allein in New York Eis tatsächlich auch nachessen kann und dass bei dem Dreh für den Film 3 Haselnüsse für Aschenbrödel es ernste Wetterprobleme gab. Ja, das verraten wir und vieles mehr. Also wer noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, den katapultieren wir jetzt hin und zwar auf direktem Weg ins Schloss zu Rosalie, zu Kasperle und Röschen. Ja, es wird auch kitschig, aber das ist eben Last-Minute-Weihnachtswissen. Damit glänzen sie unterm Weihnachtsbaum und meinetwegen auch bei Günther Jauch. Ich habe schon wieder Gänsehaut. Ich kriege da immer Gänsehaut bei. Weil er so emotional ist. Und jeder will einen Prinzen haben. Und jeder ist ein Aschenbrödel. Und jeder will ein ganz tolles Leben haben. Und ich auch. Und außerdem sind das so Kindheitserinnerungen, die man hat. Wenn diese Musik kommt, ist es, diese Kindheitserinnerung, das ist wie nach Hause kommen. Genau. Das sind Ramona, Annika, Simone, Sonja, Silvia und Dagmar aus dem Sauerland. Alle teilen eine ganz besondere Fanliebe, bei der ganz traditionell immer mit einem Haselnussschnaps angestoßen wird. Hallo, 1973 wurde der Märchenfilm 3 Haselnüsse für Aschenbrödel zum ersten Mal in der Tschechoslowakei ausgestrahlt und begeistert seitdem Jahr für Jahr zur Weihnachtszeit Millionen von Fans. So auch bei unserer Stammtischtruppe aus dem Sauerland, die sich jedes Jahr in der Adventszeit sogar mehrmals zum Aschenbrödel-Rudelgucken treffen. Das sagt für mich Weihnachten. Hoffnung, warten, Geduld haben, der Prinz, man, also immer dieses vom man hat schlechte Zeiten und dann kommen gute Zeiten. Ne? Die Filmgeschichte ist schnell erzählt. Ein junges, armes, bildhübsches Mädchen wächst nach dem Tod des Vaters bei der bösen Stiefmutter auf. So. Drei magische Haselnüsse, die dem Aschenbrödel dabei verhelfen, den Prinz zu gewinnen. Da der Film eine Abwandlung des Märchens Aschenputtel ist, darf natürlich auch der verlorene Schuh nicht fehlen. Wem dieser Schuh passt, wird meine Frau. Dann folgt selbstverständlich das große Happy End mit der Hochzeit. Für viele Menschen ist erst dann Weihnachten, wenn sie Aschenbrödel gesehen haben. So geht es auch unseren Superfans aus dem Sauerland. Und die machen sich heute auf eine ganz besondere Reise. Einmal den magischen Drehort aus dem Märchen besuchen. Und auf dieser Reise werden wir noch 5 Geheimnisse lüften, die selbst Superfans noch nicht kennen. Vor allem jetzt in der Winterzeit verwandelt sich Schloss Moritzburg in Sachsen zu einem absoluten Aschenbrödel-Fanmagnet. Ramona und Dagmar summen sich daher schon in die richtige Stimmung. Schon lange haben die 6 auf diesen Tag hingefiebert. Mega, überwältigt. Das war so schön. Ja, und das Wetter ist hier traumhaft. Das ist wunderschön. Dass ich das neu erleben darf. Was die Superfans hier aber noch nicht ahnen, auf sie wird heute noch eine große Überraschung warten. Denn wir haben den echten Prinzen auf Schloss Moritzburg eingeladen. Doch wie sieht der heute eigentlich aus? Der Film 3 Haselnüsse für Aschenbrödel hat nach 50 Jahren immer noch Kultstatus und begeistert viele Märchenfans in der Adventszeit. Auch unsere Stammtischtruppe aus dem Sauerland schaut den Film mehrmals im Jahr und doch bemerken sie oft immer wieder etwas Neues. Wir haben zum Beispiel auch entdeckt, dass in den Nüssen, wenn die so Fling machen, die Sachen, die kommen da wie gebügelt raus. Das ist richtig klasse, sowas brauche ich auch zu Hause. Und weil selbst Superfans immer noch was Neues aus den Kultfilmen entdecken, lüften wir jetzt das erste Geheimnis. Hier in der aktuellen Aschenbrödel-Ausstellung sind vor allem die Kostüme aus dem Kultklassiker ein großes Highlight. Womit viele aber nicht rechnen. Das Aschenbrödel-Kleid hat mittlerweile einen Wert von über 1000 Euro.
Doch 2014 wurde eines der Kleider hier aus der Ausstellung gestohlen. Also es war die Replik, das ist schon mal ganz wichtig zu wissen. Es war nicht das Originalkostüm. Und es war dort eine Installation vorbereitet, da wollte man den Filmtrick zeigen. Wie konnte es denn sein, dass man dieses Kleid aus der Haselnuss herausgezogen hat? Also das muss ein unbeaufsichtigter Moment gewesen sein, in dem das passiert ist. Der Dieb hat dann aber doch kalte Füße bekommen und das Kleid wurde einige Monate später zurückgeschickt. Unsere Aschenbrödel-Fans fühlen sich in ihren Kostümen jedenfalls schon wie im Märchen. Jetzt fehlt doch eigentlich nur noch der Prinz. Wäre der nach ihrem Geschmack? Der ist toll. So eine Schnitte in Leggings ist schon was. So ein Traumprinz. So ein wirklich. Tja, wenn die Mädels wüssten, dass sie ihn gleich noch treffen werden. Ob er heute mit 73 Jahren noch immer ein echter Traumprinz ist. Und hier sind wir zurück mit Extra und jetzt machen wir noch mal was fürs schöne Herz flimmern. Kann man einen Film über einen Prinzen machen, der nie einer war und den trotzdem alle lieben? Ja, man kann und der geht bis heute und diese Musik erst. Ja, wir räumen hier in Extra heute auf mit den Mythen zu unseren Weihnachtsfilmen. Was wir immer dachten und doch nicht gewagt haben zu hoffen. Oder wussten Sie, dass ein Dieb das falsche Filmkleid geklaut hat bei Drei Haselnüsse für Aschenbrödel? Oder was Kevin allein in New York in dieser einen Nacht im Plaza allein für Eis ausgegeben hat? Es waren tatsächlich 355 Euro, verrückt. Und wir lüften das Geheimnis um den Prinzen von Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Was macht so ein Prinz eigentlich heute? Zeigen wir. Also jetzt Hardcore Weihnachtsfilm. Weihnachtsquizwissen für alle, die unterm Weihnachtsbaum so richtig glänzen wollen. Bei vielen Filmfans aus Tschechien und Deutschland ist vor allem zur Weihnachtszeit das Märchen Drei Haselnüsse für Aschenbrödel beliebt. Die beiden Stars des Films, Libuše Šafránková und Pavel Travniček, feierten mit Aschenbrödel ihren Durchbruch. Was einige bislang aber noch nicht wissen, beide Hauptdarsteller haben 10 Jahre nach ihrem Aschenbrödel-Debüt auch noch in einem anderen Märchen mit dem Filmtitel Der dritte Prinz ein Paar gespielt. Im echten Leben hat es aber nur freundschaftlich gefunkt. 2020 verstarb die Schauspielerin im Alter von 68 Jahren an Lungenkrebs. So, und jetzt lüften wir das größte Geheimnis. Pavel Travniček hat früher mit seinem charmanten Aussehen die Frauenwelt begeistert. Und heute? Für uns ist er extra an den Ort gereist, wo er vor 50 Jahren den Film seines Lebens gedreht hat. Denn auch jetzt ist er mit seinen 73 Jahren noch immer als Schauspieler und Synchronsprecher aktiv. Dass dieses Märchen nach 50 Jahren noch so beliebt und erfolgreich ist, das allein ist ein Riesenerfolg. Weil es gibt ja auch Filme, die bekommen einen Oscar. Aber 2, 3 Jahre später spricht niemand mehr von ihnen. Vor allem auf der Schlosstreppe wurde eine legendäre Aschenbrödel-Szene gedreht. Und genau hier auf der Treppe versuchen wir jetzt, unsere 6 Superfans abzulenken. Denn sie werden nun auf den echten Prinzen treffen, der extra für uns nach Moritzburg gereist ist. Ich bin schon da. Nein! Hallo! Da der Schauspieler allerdings nur wenig Deutsch spricht, hilft eine Übersetzerin bei der Verständigung. Ich bin aber froh, dass ich Sie sehe hier. Gleichfalls. Doch ein weiteres Geheimnis ist, damals gab es keine Übersetzerin zur Hilfe. Aschenbrödel war eine deutsch-tschechische Koproduktion, weshalb es während der Dreharbeiten ordentlich Verständigungsprobleme gab. Im Nachgang wurden die Sprachen dann nachsynchronisiert. Noch schnell ein Gruppenfoto mit dem Prinzen und dann darf natürlich eins nicht fehlen. Anstoßen mit dem Haselnussschnaps. Und da lässt sich selbst der Prinz nicht zweimal bitten. Warte, Prost. Den Deckel. Na zdraví. Ein hoher Prinzen! Bei einem kleinen Schneespaziergang rund ums Schloss dürfen unsere Superfans den Prinzen dann noch ein bisschen näher kennenlernen. Hat dir denn Spaß gemacht? Ja, wenn es nicht so kalt gewesen wäre. Aber doch, es hat Spaß gemacht. Wir haben es am Ende ja auch ganz gut ausgehalten. Wir waren jung und das haben wir weggesteckt. Nun lüften wir aber das letzte Geheimnis. Hätten Sie gedacht, dass im Januar 1973 in Moritzburg gar kein Schnee lag?
Für die Außenaufnahmen rund ums Schloss musste also Kunstschnee her. Und da hat man sich damals mit Fischmehl beholfen. Ja, wir waren damals zunächst verzweifelt, weil es keinen Schnee gab. Ich meine, Fischmehl, schön und gut, klar, das hat gestunken. Aber da sind wir mit klargekommen. Es gab ja noch eine zweite Möglichkeit, die dann ausprobiert wurde. Und das waren diese kleinen Polysterolkügelchen. Der Kameramann war zunächst begeistert. Das sieht toll aus, wie richtiger Schnee. Bis der erste Windstoß kam und das alles sozusagen verweht hat und überall diese klitzekleinen Kügelchen herumgeflogen sind. Ursprünglich war Aschenbrödel als Sommermärchen geplant. Da aber die Filmstudios in Babelsberg im Sommer belegt waren, machte der Regisseur kurzerhand ein Wintermärchen daraus. Und dieses Wintermärchen durften heute auch unsere Fans aus dem Sauerland erleben. Aber wie ist denn nun der Prinz aus Aschenbrödel? Also er passt komplett zum Film, so wie wir uns das vorgestellt haben. Richtig menschlich und richtig nett. Oh, ich würde ihn immer noch nehmen. Ja. Ich habe ihm die Hand geschüttelt. Und wer kann schon von sich behaupten, mit einem Prinzen und zwei weißen Pferden in einer Kutsche durch eine verschneite Landschaft zu fahren? Das ist doch ein Ende wie aus einem Märchen. Kann eine Extrasendung schöner zu Ende gehen? So wir